Denn in der Nordsee herrscht Goldgräberstimmung. Hier sind sehr viele Windparks geplant. Bei einigen sind die Planungen schon ganz konkret. Wenn allein diese Parks irgendwann laufen, leisten sie 10 Gigawatt. Das ist etwa so viel wie 7 Atomkraftwerke. 2 von ihnen liefern schon heute Strom. Im Moment sind 7 Parks im Bau. Einer davon ist Meerwind Südost. Der Windpark wird einmal aus 80 Windrädern bestehen, einem Umspannwerk und 107 Kilometer Leitungen. Vom Umspannwerk fließt der Strom zu einer Konverterstation. Die wandelt den Wechselstrom in Gleichstrom, auch für den Nachbarwindpark. Gleichstrom lässt sich mit weniger Verlust übertragen. Das Kabel geht 85 Kilometer durch die Nordsee und dann noch 45 Kilometer über Land. Aber noch kommt dort gar kein Strom an, denn der Windpark ist ja noch im Bau. Vom Umspannwerk steht nur das Fundament. Vom Errichterschiff Saratan aus haben die Arbeiter gerade die 18. Mühle errichtet. Dafür hatten sie vor Monaten bereits das Fundament gesetzt. Darauf kam später ein Verbindungsstück, Transition Piece genannt. Und jetzt haben sie von der Saratan aus zuerst den Turm montiert, dann die Gondel und zuletzt die 3 Rotorblätter. Und bald wird sich das Schiff wieder herunterschrauben und zum nächsten Fundament fahren.